Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Im Moment sind es die Rebellen mal wieder und die Polen, die ehemaligen Verbündeten und Freunde, die uns zusetzen. Die Situation ist so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben uns einigermaßen gefangen, weil wir einen weißen Frieden hier mit dem Livländischen Orden aushandeln konnten. Und zuletzt waren wir unsicher, ob wir das Ähnliches vielleicht mit den Polen auch versuchen sollten. Aber ich denke, noch sieht's so aus, dass man vielleicht auch weiterkämpfen könnte. Hier sind wir noch dabei, eine Armee aufzubauen. Dazu brauchen wir Einberufungen, aber die steigen jetzt deutlich. Plus 44 ist ein ganz schöner Wert. Und im Übrigen ist es tatsächlich so, dass aufgrund der Herrenburg wir plus 2000 Kapazität haben statt 1000. Das wird langfristig auch wichtig zu sein, um eine Reserve aufzubauen. Gefällt mir ganz gut, die Situation. So, was machen wir? Ich denke, wir werden mit unserem Gold weiter hier die Herrenburg ausbauen und wir werden die Bücher verwenden, um den Marschall und Gouverneur zu verbessern, damit er in den Kämpfen besser wird und Chotna besser regiert wird. So, leider sind hier Polen, die plündern und wahrscheinlich auch erfolgreich plündern. Eine unserer Siedlungen. Und hier warten wir auf den zweiten Bewohner. Wir werden uns mal in den Schutz unserer Burg hier begeben und gucken mal, wo sie hinziehen. Sie ziehen südwärts. Na, da könnte man auch jetzt erstmal von beiden Seiten an. Die Rebellen bekämpfen. Helfen wir unseren Brüdern. Die Adligen hier sind meiner nicht würdig. Okay, also Friedensverhandlungen haben begonnen mit Polen. Polen ja auch immer, glaube ich, noch im Krieg mit Galizien-Volinien, oder? Ich glaube, deswegen ziehen sie dorthin. So, wir können die Armee jetzt erstmal aufstocken. Auch wichtig. Und hätten jetzt eine zweite Armee. Und ich denke, die schicken wir auch gegen die Rebellen. Greifen wir von beiden Seiten an. Und irgendwo war doch hier noch eine polnische Armee. Und warum wird die nicht bekämpft von unseren Freunden, die jetzt hier einfach vorbeiziehen? Die Dänen? Was sind das für Freunde? Aha, die wollen da oben mithelfen. Ah, ihre eigene Armee kämpft dort oben gegen Polen. Na gut. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Ja, gut. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ist das möglicherweise Verschwendung, zwei Armeen gegen Rebellen zu schicken? Ich habe einfach die Hoffnung, dass da die Verluste geringer sind, aber es ist vielleicht nicht das Cleverste gewesen. Naja, gut, jetzt sind sie da drin, jetzt ziehen wir das auch durch. Gut, wir haben gleich 200 Bücher, das heißt er hier. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Die Meinung Sehr schön. Unseres Adels hat sich verbessert. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Ja, hervorragend. Hat uns nochmal 300 Gold gegeben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der Adel findet das toll. So, jetzt müssen wir gucken, was haben wir hier für Truppen. Die sind jetzt noch ein bisschen angeschlagen. In Chotna werden sie aber wahrscheinlich keine große Hilfe bekommen. Hier fehlt uns sogar... Ah ja, stimmt. Da fehlte was. Wir müssen, glaube ich, jetzt in den Norden. Na, die polnische Armee zieht wiederum in den Süden. Hier haben wir null Bevölkerung. Eure Befehle. Wäre natürlich cool, Riga selbst auch anzugreifen, um ehrlich zu sein. Passt mal auf, wir machen Folgendes. Wir ziehen mit den 2800, der ist ein Belagerer, der zieht nach Kaunas. Und die 2600, die ziehen zurück vielleicht zur Burg. Vorerst nach Chotna und vielleicht nach Malbork weiter. Wollen wir los. Vielleicht auch direkt nach Malbork. Endlich zu Hause. Na, mal sehen. Hängt jetzt ein bisschen von der polnischen Armee ab, was die machen. Wobei der Weg da gefällt mir eigentlich auch nicht so gut. Kann man eigentlich los auch in der geht's. Burg anhalten? Nee, kann man nicht. Wie lautet euer Befehl? Oder wir ziehen zusammen und besiegen komplett die polnische Armee. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wahrscheinlich ist das das Beste. So, ich wollte aber den Mann hier, Ritter Stena, den wollte ich verbessern. Das ist jetzt wichtig. So, auch hier Eiserne Faust ist immer eine gute Sache. Oder Führung zu den Waffenrufen. Was ist das eigentlich nochmal für eine Aktion? Ach so, das ist nur... wenn er nicht ein Marschall wäre, ne? Dadurch, dass wir viele Rebellen haben, ist Plündern, glaube ich, immer eine gute Sache. Eiserne Faust. Ah, schaut mal, mit Wohltätigkeit. Ach, die können wir jetzt immer wählen. Ah, verstehe. Ich wähle aber Eiserne Faust. Ah, jetzt habe ich neue Fähigkeiten.
So, dann gucken wir mal, ob wir die polnische Armee irgendwie abfangen können. Bald sind wir da. Eure Befehle. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen. Und was haben wir jetzt? Die Lehnsgüter. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Okay, die Lehnsgüter bringen uns ein bisschen mehr Geld und hier mehr Arbeiter. Dadurch müsste das auch schneller vorangehen. Miliztruppen beginnen bei Rang 1 und kosten kein Gold. Wartet mal. Das bedeutet, nordische Miliz. Ah, okay, die kostet jetzt kein Gold mehr. Aber eben natürlich immer noch 3 Leute, ne? Das ist eher immer noch so eine Notfallsache. Wir gucken aber das Gold. Wofür investieren wir das jetzt? Warte mal. Halt! Bin ich ein Idiot? Kann man nur eins von beiden machen? Hä? Wir hatten doch die Burgwachen schon... Nee, hatten wir nicht. Ach Quatsch. Das war ja der Basiseffekt der Herrenburgen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Alles klar. Alles klar, alles klar. Ich bin doch kein Idiot oder nur ein halber Idiot zumindest. Ja, ja, ja. 1400 oder 1800. Sparen wir noch mal ein bisschen Gold. So. Die sind schneller, ne? Schneller als wir. Angriff! Ja, aber sie kommen. Das ist euer Wunsch. Sind wir in der Lage, die zu besiegen? Ja, mit 2 Armeen müsste das doch auf jeden Fall möglich sein. Kämpft um den Sieg! Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Ja. Okay. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier mal klares Signal setzen. Dort werden die Polen auch besiegt, nämlich von den Dänen. Und damit sind alle 3 polnischen Armeen, die wir gesehen haben und kennen, beschäftigt. Wir können übrigens hier wieder diese Aktion machen mit diese Gefängniswachen, einmal der anderen. Freilassen. Ihr lasst mir keine große Wahl. Unsere Kronautorität sinkt, Majestät. Die Bauern sind begeistert von unseren Taten. Majestät. Und einmal hinrichten. Die Meinung unseres Klerus hat sich verbessert. Wir haben unsere Kronautorität erhöht, Herr. Okay, es hat uns ein bisschen Gold gebracht. Und zwar genau so viel Gold, wie wir benötigen, um jetzt hier das nächste Upgrade zu machen. Ja, Wachtürme, nicht schlecht. In Chotna. Feindliche Armeen langsamer, Provinzstabilität, Belagerungsverteidigung pro Burg. Also die Chotna wird dann uneinnehmbar sein. Wobei die Burgwachen fast noch wichtiger wären, um schneller Einberufungen zu bekommen. Ich glaube, wir sparen lieber auf die Burgwachen. 1800 ist auch bald erreicht. Vorwärts. So, die Schlacht wird gewonnen. Und die Dänen gewinnen da oben auch. Hoffe ich zumindest. Leicht einseitig zugunsten der Dänen. So, die Livländer bieten Hilfe an. Das wäre ja wirklich gut hier oben in Ahrensburg. Gibt es ja auch noch die Rebellen, die habe ich fast vergessen. Diese Rebellen in Gotland sorgen für Probleme in der Region. Wir denken, dass sie das Reich des Livländischen Ordnungstages ebenfalls bedrohen werden. Ja, das nehmen wir an. Danke. Und wie helfen die jetzt? Kommen die rüber? Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ach du Schreck. 2 weitere polnische Armeen im Anmarsch. Aber vorher wird die Schlacht beendet sein, denke ich mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah Gott, mit leichter Kavallerie sind die hier schon unterwegs. Und zwar richtig hier mit 2 Sterne leichter Kavallerie. Dennoch werden wir die Schlacht gewinnen. Die wollen offenbar auch gar nicht helfen. Hier ist... Sie rennen wie die Hasen. Ja, sehr gut. Die Schlacht ist gewonnen. So sei es. Die Frage ist, würden wir die nächste Schlacht auch gewinnen? Oder sollten wir uns lieber irgendwie zurückziehen? Meine Truppen warten. Ja, am besten in Richtung Chotna, ne? Oder wir befinden uns noch im Gebiet von Chotna. Das heißt, wir haben den Tempovorteil. Zurück zur Burg. Eure Befehle. Ja, und ihr geht mal... dahin. Ja, ich denke, das sollte möglich sein. Das wird wahrscheinlich die königliche Armee sein. Nee, das ist nur so ein guter Mann. Also Chotna können sie ruhig belagern. Das werden wir lange halten. Das ist kein Problem. So, warte mal, wir haben 2100.
Dann Burgwaffen. Burgwachen. Als nächstes. So, helfen jetzt die Liefländer? Ja, tatsächlich. Die kommen echt mit 2200 Mann. Ey, das ist ja großartig. Okay. Die kommen nochmal mit. Die kommen mit zwei Armeen. Das wird ja immer besser. Sind gekommen, um uns zu helfen. Sehr, sehr gut. So. Kreuzzug gegen Deutschland. Oh mein Gott. Die Genuesen. Was ist denn hier los? Was ist denn mit Deutschland los? Gibt es Deutschland überhaupt noch? Frankreich hat sich hier reingefressen. Deutschland existiert nur noch hier. Nee, nee, ist Quatsch, oder? Das ist Sachsen. Hä? Was ist denn Deutschland, bitte? Österreich, Ungarn, Bayern, Lothringen, Böhmen. Es gab ja immer so ein extra Deutschland, was... Ah, hier steht Deutschland. Ja, alles klar. Das heißt, die haben nur noch zwei Gebiete. Oh Gott, die werden untergehen. Ja, das ist das Ende. Das Ende von diesem wirklich ahistorischen Deutschland. So, die Burg kann sich hier gut verteidigen. Ich glaube, das hängt auch mit unserer Verbesserung hier zusammen. Oder erst mit der, die wir gerade bauen. Ich bin nicht ganz sicher. Die Burgwachen. Ja, Provinz, Befestigungsvermöbung. Ja, wahrscheinlich erst damit. Egal. Können wir hier was machen mit der Armee? Ja, wir können sie verbessern. 489. Wir sollten ihnen auch hier nochmal was geben. Aber da fehlt jetzt wieder Bevölkerung. Die ist aber gleich da. Religion verbreitet. Oh, das wäre natürlich super. Achso, in Stockholm. Nee, auf keinen Fall. Und die Prozentchance ist ja auch erbärmlich. Gut. Wie sieht's hier aus? Hier ist genug Bevölkerung da. Das ist in Ordnung. Ist als erledigt, Majestät. Hier fehlen uns Speerkämpfer. Das ist eine polnische Armee, die in Pommern da plündert. Jetzt die Frage, wollen wir hier lieber Truppen ausheben oder da? Kommt, wir machen das lieber hier. Speerkämpfer. Ein Verbündeter verlässt den Krieg. Pommern ist ausgetreten. Toll. Und nochmal Speerkämpfer. Und jetzt ziehen wir mit der Armee hier runter. Und müssen dann auf die nächsten Rekruten warten, bevor wir... Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Ah, okay. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Sehr schön. Da können wir den Liefländern aber wirklich danken, dass sie uns da geholfen haben. So, das heißt, Rebellen sind erstmal wieder kein Problem. Für eine gewisse Zeit. Nun ja. Wir haben wieder 200. Ich würde gerne wieder ihn hier verbessern. Was können wir machen? Schlachttaktiken gibt Terrainvorteil in der Schlacht. Infanterietaktiken ist auf jeden Fall für unsere Truppenzusammenstellung eine gute Sache. Belagerung vielleicht gar nicht so entscheidend. Frommheit in der Stadt wäre auch ganz gut, wobei wir sind jetzt auf 1000. Ich würde sagen, wir machen Infanterietaktik. Jetzt kenne ich mich mit Kriegskunst aus. Ja. So, da ist immer noch eine Armee. Die könnten wir angehen. Aber wir warten erstmal, wo sie hinzieht. Die Armee hilft dort. Zusammen können wir dann vielleicht dorthin ziehen. Langsam kriegen wir, glaube ich, das hier unter Kontrolle. Aber das denke ich schon die ganze Zeit. So ist das hier nämlich. Ah, schaut mal. Was machen die jetzt? Helfen die jetzt hier? Nee, die wollen irgendwas anderes im Norden machen. Es herrscht Frieden. Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Oh mein Gott. Ein Königreich schließt sich einem Verteidigungspakt gegen uns an. Okay, alles klar. Also die Polen haben nach wie vor ihren Verteidigungspakt gegen uns und der Liefländische Orden ist damit drin. Aber der Krieg ist zu Ende. Vermutlich, weil die Dänen diesen Frieden geschlossen haben. Da haben wir dann jetzt überhaupt noch irgendeinen Krieg? Nee, warte mal. Wir haben gar keinen Krieg mehr. Okay, puh. So. Damit ist erstmal wieder Ruhe und wir können uns dem eigentlichen Plan widmen.
Tja, was vielleicht ganz gut wäre, wenn wir gegen Polotsk, weil Polotsk ist so super stark, wenn wir da erstmal einen Verteidigungspakt gründen und vielleicht später sogar einen Angriffspakt. Zu Polen haben wir tatsächlich trotz des Krieges immer noch freundschaftliche Verhältnisse. Die Frage, ob wir die wieder aufnehmen. Und wir können auch nochmal überlegen, ob wir nicht jetzt inzwischen nochmal versuchen sollten. Hat er eigentlich jetzt schon mal eine Frau? Immer noch nicht. Oh mein Gott. Ja, gibt es noch eine Heiratsmöglichkeit? Hier ist nichts weiter aufgetaucht, ne? So wie es aussieht. Manchmal ist Diplomatie der beste Weg. Nee. Gewendet. Wir können da nochmal nachfragen. Das ist immer noch der Greis. Nee. Vielleicht. Ja, es muss irgendein Herrscher mal sterben, dass sich hier die Konstellation ändern. Aber so wird das nix mit einer Hochzeit. So, aber die Idee war jetzt mit dem Verteidigungspakt. Also, Verteidigungspakt gegen Polotsk. Das ist das Ziel. Versuchen wir das mal. Sie werden schon zur Vernunft kommen. Gut. So, was sind noch unsere Optionen? Also ich denke, wir sollten weiter jetzt an dem Plan arbeiten, hier wie sie unsere kulturelle Stärke zu steigern. 80, 73, 61. Es passiert hier was, das ist definitiv. 86 und bloß hier, ne? Malbork 100%. Da passiert nichts, aber hier passiert was. Aber es dauert ja ewig, Leute. Das ist der Hammer. Heute haben wir viel erreicht. Hat er eigentlich einen Bonus, weil wir Wohltätigkeit haben? Ah nee, das wird erst aktiviert auf Rang 3. Aktion der Wohltätigkeit verschreiben. Warum steht hier meine Gedanken? Na gut. So, zurück hierhin. Okay, das heißt, was machen wir? Wir investieren weiter Gold. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt hier noch weiterzumachen? Große Festungen erfordert dann aber Eisen, Möbel, edle Stiefel und Teppiche. Die haben wir lange nicht. Das heißt, die Wachtürme könnten wir schon noch machen. Ja, ich würde sagen, das schließen wir dann noch ab. Und dann widmen wir uns einem anderen Thema. Könnte sich überlegen, ob es sich nicht lohnt, irgendwie diese Bucheinkommen zu steigern. Das wäre vielleicht was. Hm. Wo kommen unsere Bucheinkommen eigentlich her? Bücher. Hier sehen wir es. Plus 15. Aus Visby kommen 5, aus Kaunas 5. Und warum kommen aus Visby und Kaunas 5? Das müssen wir mal kurz prüfen. Die kommen aus den Siedlungen, wahrscheinlich aus den Kirchen, ja. Und durch den Statthalter. Und Kaunas, was ist da? Auch durch den Statthalter. Ah ja, hier den Prediger. Gottes Mühlen mahlen langsam. Ja gut, da könnte man was ausbauen. Schreibkunst zum Beispiel. Oder Gesetze. Das wäre noch ein Weg. Oder wir bauen Visby jetzt verstärkt in Richtung Bildung aus. Mhm. Wäre vielleicht auch eine gute Maßnahme. Wie lautet euer Befehl? Aber ich denke, erstmal bringen wir das hier in Chotna noch auf Maximum. Ein Dschihad? Das Abbasidenreich. Ein Okay, Schweden ist im Verteidigungspakt gegen Gotland der Führung Polens beigetreten. Na gut, ich habe ja auch nicht vor, irgendwie Polen anzugreifen. Und den Livländischen Orden werde ich auch nicht angreifen. Insofern ist der Verteidigungspakt eigentlich kein Problem für uns. Wäre bloß schön, wenn das mit Polotsk irgendwie, wenn da noch jemand dazu käme. So, jetzt haben wir die Burgwachen. Und dann machen wir noch die Wachtürme, dann sind wir da unten sehr, sehr gut geschützt an der... Gegenwärtige Dschihad wurde beendet. Was? Haben die das schon
erobert oder warum wurde das beendet gegen Jerusalem? Nee, komisch, ist immer noch katholisch. Keine Ahnung, was da bei den Abbasiden los ist. Vielleicht hatten die irgendwelche Probleme. Merkwürdig. Eigene Kriege, alles ist möglich. Ich bin bereit. So, dann machen wir mal ein bisschen schneller, weil jetzt im Moment erst einmal nicht viel passiert. Kulturelle Differenz -7. Ist das auch runtergegangen? Plus 40. Kulturelle Spannung 10. Da ändert sich nichts. Plus 30, 10. Nee. Ich glaube, die Prozentzahlen selbst haben keinen großen Einfluss. Naja, aber Moment. Wurde in unserem Land entdeckt. Aha, gut. Da könnten wir Söldner rekrutieren. Das will ich aber nicht. Oh, hier steht noch eine Armee rum. Das ist natürlich doof. Eure Befehle. Die bringen wir erstmal nach, uns die Vorräte auffüllen nach Kaunas. Und Stichwort Armee. Ja, wir müssen. Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Wir müssen auf jeden Fall die Armee auch wieder auf Maximum bringen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ah, in Polen verbreitet sich das Heidentum. Die haben ja die gleichen Probleme. Papst ist eingetroffen, Majestät. Finanzierung 2000. Nein. Das findet wieder unser Klerus doof. Die Meinung unseres Klerus schwindet, minus 1, aber damit müssen sie leben. So, Handelszentrum, Nischni Nowgorod. Wir haben jetzt wieder eine Menge Geld. Dann geben wir das letzte Ding hier in Auftrag, die Wachtürme. Und können natürlich, wisst ihr, was wir nochmal gucken können? Ob wir bei den Gütern nicht noch was haben, was uns hier richtig voranbringt. Plus 5 Handel, plus 5 Einnahmen. Glas ist nicht schlecht. Öle, plus 5% Nahkampftruppangriff und Belagerungsausrüstung. Ja. Segeln ist, glaube ich, irrelevant. Nahrung, ja, Elite-Truppverteidigung. Sag mal, Marmor, das wollten wir doch schon lange mit der kulturellen Macht. Haben wir das mit dem Marmor nicht beendet? Habe ich das etwa vergessen? Stimmt, die Steinmetze, darauf wollten wir noch sparen. Die 1700, das muss noch her. Oh mein Gott, das habe ich tatsächlich aus den Augen verloren aufgrund der vielen Kriege, vermute ich mal. Dann machen wir das als nächstes. Ja, wir sind auch wieder gut bei plus 170, das ist erfreulich. Und wir haben 287 Bücher. Ich würde dennoch gerne, glaube ich, erstmal den Stena weiter verbessern. Weil der ist Gouverneur und es wäre schon schön, wenn er da alle seine Fertigkeiten-Slots voll hat. Und ja, Medizin. Kosten für Truppaufstockung ist gut und mehr Bevölkerung in der Stadt ist auch gut. Nehmen wir das mal bei ihm. Gefällt mir. Schon weiser. Jawohl. Im Prinzip ist es so, dass jeder der Gouverneure hier seine Perks erstmal voll haben sollte, meines Erachtens. Kaufleute aus Pommern sind eingetroffen, okay. Was ist mit ihm? Hat er seine Perks voll? Ja, auch. Sehr gut. Da haben wir Otter. Ah, der kann noch eine Sache haben. Gerade Handel. Wobei, da gibt es keine Dörfer. Das wäre ein bisschen doof. So, die Wachtürme haben wir da erstmal. Sehr schön. Gut, dann weiter hier. Mit den Steinmetzen. Und die nächsten 200 Bücher sind auch schon da. Das heißt, er ist wieder dran. Was kann er? Führung. Das ist rein jetzt für den Krieg. Feilschen. Das ist ganz gut. Schaut mal. Plus Geld pro produzierte Ware. Da haben wir 2 Waren. Ja, ist natürlich jetzt für ihn als Anführer nicht ganz so entscheidend. Aber ja, plus 2 Gold ist jetzt auch nicht so wild, ne? Wir machen mal Schlachttaktik. Jetzt kenne ich mich mit Kriegskunst aus. Und Logistik ist wahrscheinlich auch ganz gut, noch als nächstes zu unternehmen. So, Bern wurde von Zenny erobert, wird also Genua werden. Und Religion verbreitet, vergessen wir mal. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Polen bietet wieder ein Handelsabkommen an. Okay, ja. Kaufleute sind zufrieden mit uns. Nehmen wir das an und wir gucken mal, ob nämlich
Ritter Lasst Otto. Uns Handel treiben. Nicht doch lieber besser in Polen handelt, oder? Wir haben unsere Kaufleute verärgert, Majestät. Ja, ich würde einfach gerne woanders handeln, liebe Kaufleute. In Polen war es, wenn ich mich recht entsinne, sehr lukrativ. Ja, schaut mal, obwohl, da war es auch... Okay, ist kein Unterschied. Kostet jetzt einmalig weniger. Naja. Export und Import liegen mir im Blut. War jetzt keine so dolle Aktion. Hier könnte man gucken, gibt es hier eine Fertigkeit, die seinen Handel erhöht? Basiseinnahmen durch Kauf und Handel. Hier ist abgeschlossen. Gut. Das könnte man vielleicht dann auch machen. Und Heidentum breiten sich bei uns aus. Eine der Provinzen hat eine fremde Religion angenommen. Was? Wollt ihr mich verkohlen? Jetzt ist Visby auch noch? Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Kann man die Religion... kann man nicht heidnisch werden? Religion und Kultur. Also, wollt ihr mich verkohlen? Okay, ich glaube, wir können... Wir können jetzt nicht irgendwie darauf warten, bis die Kultur irgendwie komplett gewechselt ist. Wir müssen, glaube ich, hier mit dem Katholizismus irgendwas machen. Kostet jetzt schon 2100. Ach Gott, ey. Alter. Dadurch... Boah, wir haben jetzt nur noch zwei Religionseinnahmen dadurch. Das geht ja gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Was macht man denn da bitte? Ich möchte heidnisch werden. Das geht aber nicht. Das ist doch ein Ding, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Und er hat immer noch keine Kinder. Das geht hier bald zu Ende mit uns. Gibt es jetzt hier schon mal irgendjemand, den wir heiraten können? Die wollen alle nicht. Ja, wir werden jetzt nicht irgendwelche Muslime heiraten. Das wäre noch skurriler. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Okay, wir haben die Steinmetze. Damit haben wir Marmor. Damit haben wir endlich das hier erreicht. Genau, und die kulturelle Macht. Günstige Gebäude und Verbesserungskosten. Naja, naja, naja. Maurer. Ist auch nicht so zwingend. Öl hatten wir schon. Pergament gibt noch ein bisschen... Ja, gibt noch ein bisschen Bücher. Das ist schon nicht schlecht. Teer ist irrelevant für uns. Edle Stiefel. Armeegeschwindigkeit. Wow. Okay, also das ist alles nicht ganz so überzeugend. Ich fürchte, wir müssen einfach es versuchen, jetzt den Katholizismus erstmal wieder in Gotland wieder einzuführen. Ohne das wird es hier gar nicht vorankommen, glaube ich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich warte gespannt auf eure Befehle. Konnten wir mit irgendjemand den Handel noch ausweiten? Morgen werden wir reicher sein. Die Sachen sind weg. So, das heißt, wir brauchen das Geld auf jeden Fall. Wir brauchen die 200 Bücher. Waren das 200? Heute haben wir viel erreicht. Ja. Okay, Leute. Was ihr verlangt, ist nicht dann beenden wir mal diese Geschichte. Regierung erneut. Ne, ich will es nicht in der Stadt zuweisen. Hier. Kultur stärken, abbrechen im Moment erstmal. Und predigt den Katholizismus. Und Visby hat immerhin eine 90% Chance. Aufgrund der zwei Schreine reduziert sie das ein bisschen. Bestätigen. Eure göttlichen Pläne werden aufgehen. So, und wie lange dauert das jetzt? Okay, es hat begonnen. Wir könnten nochmal wieder Nahrungsmittel exportieren. Wir haben 27 Überschuss. Ja, das werden wir auch, wenn wir die Armee komplett wieder ausbauen, werden wir das, glaube ich, nicht nutzen. Würde ich sagen, ja, machen wir das. Und eine Erleuchtungsmission. Aber wir sind gerade bei einer anderen Sache. Puh, okay, also davon hängt jetzt viel ab, ob die 90% klappen. Dann sind wir wieder auf den Status Quo. Mussten halt wahnsinnig viel jetzt noch ausgeben dafür, aber... Damit könnte ich irgendwie wieder Hoffnung schöpfen. Okay, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.